Idiotin! Vielen Dank nochmal. Jetzt werden diese Schweine meine Poeten nicht so schnell. Bajek, es ist endlich Zeit, mit meinen Musen zu feiern. Solltest du nicht deine Darsteller beaufsichtigen? Wir müssen an meinem neuesten Stück arbeiten. Bajek, du musst kommen! Diese Feier überbietet hoffentlich meine eigenen in Siva. Komm, Bajek! Das wird eine ausgezeichnete Nacht. Beeilen wir uns! Du wirst unser Ehrengast sein. Ich erinnere mich noch an die Feste, die wir in besseren Jahren in meinem Haus feierten. Ach, Erinnerungen. Sie sind jetzt nicht mehr so schön? Diese Philakitai ersticken unsere Feierlichkeiten. Sie verachten uns Poeten. Sie denken, sie kennen die Wahrheit. Du kennst sie besser. Natürlich! Wahrheit entspringt dem Chaos, nicht der Ordnung. Wow. Da bin ich mal gespannt, was der für eine Feier hat. Senu sieht etwas. Ah, in der Richtung ist nicht... Bajek, Gennadios Philakitai. Ich hätte wissen müssen, dass diese Flegel uns folgen. Dort. Blitze ich auf. Und weiter geht's! Oh, okay. Bewegung! Los! Ah, endlich mein Heil! Mach dich bereit, Bajek! Diese Nacht wirst du nie vergessen! Sie wird hoffentlich den Geschichten Ayas gerecht. Einfach grandios, Phanos. Bajek, komm! Betritt deine eigenen Illusionen. Hier ist es. Hier erholen sich die Poeten Alexandrias. Warte, hast du gehört? Gennadios! Seine Männer müssen uns gefolgt sein. Wir kümmern uns darum. Komm, hol die Klinge. Ich fülle meine Tintenfässer mit dem Blut dieser Metrokoites. Sie kommen, Bajek! Schicken wir sie zu den Göttern! Gennadios lässt dich grüßen, Phanos! Dein verräterischer Schund bringt dir den Tod! Na, mein Freundchen. Ein Schlachtfest war das. Der ist drin und feiert. Metrokoites! Sie haben meine Musen erschlagen. Drakon, mein Lieblingspoet, wird es wohl überleben. Es muss einen Weg geben, sie für immer aufzuhalten.
Bayek, wir sind nun Blutpoeten. Dies ist unsere Chance, die Menschen aufzuwiegeln. Was immer nötig ist für den Frieden. Gib mir etwas Zeit. Ich rede mit meinen Leuten. Finde ihre Verstecke. Oi, das Maison aus Afrosini.